Hallo Leute, ciao von André Unger, Preise verbilligen. Gut, schlechte. Na gut, die Ideologie im Trading ist natürlich anders als im Leben. Mein Ansatz, meine Idee von Trading war am Anfang auch ganz anders, wie es heute aussieht. Aber Sie können davon lesen, wenn Sie zu der Trading-Weltmeister Seite gehen, dort können Sie gratis mein E-Book Erfolgreich traden, so geht's, runterladen. Das ist interessant, in jedem Fall. Und es ist gratis. Also, es gibt etwas zu lernen, ein bisschen von meinem Wissen und das ist für euch alle bei tradingweltmeister.de. Können Sie sich dort registrieren. Nun, verbilligen, was bedeutet das? Es ist eine Technik, wo wir zum Beispiel eine Aktie kaufen und unglücklicherweise gehen die Preise nach unten. Das heißt, unsere Position geht in Minus. Einige schlagen vor, dass wenn es genug runtergegangen ist, können wir noch einige von diesen Aktien addieren. Ich meine, wir haben zum Beispiel bei 10 gekauft, es geht runter. 9, dort kaufen wir nochmal 1000 Aktien zum Beispiel. In dem Fall haben wir nicht mehr einen durchschnittlichen Preis im Portfolio von 10, sondern jetzt von 10 plus 9 durch 2, 9,5. Also wir haben unseren Einstiegpreis verbilligt. Und das kann man natürlich dann weiter nach unten tun, wenn es weiter nach unten geht. Ist das eine gute Technik oder ist das Wahnsinn? Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ich meine, man muss immer denken, warum man etwas macht und wie man das eventuell machen will. Nun, wollen wir in einer Firma investieren, weil wir in dieser Firma glauben, wir denken, dass sie eine gute Struktur ist und so weiter, dann kaufen wir die Aktie. Und wenn die Preise billiger werden, ist es natürlich, weil wir im Long Term denken, dass die Preise sicher nach oben gehen werden, weil die Gesellschaft, das Underlying gut ist, dann haben wir eine neue Gelegenheit. Das heißt, es ist noch billiger, es ist besser, es ist noch besser, diese zu kaufen. Und in dem Fall ist die Idee nicht schlecht. Als Investor, aber wir müssen in dem Fall wirklich glauben, ich sage nicht wissen, weil niemand weiß wirklich, wie es aussieht. Auch wenn man das Balance Sheet von einer Gesellschaft lesen kann, es könnte auch sein, dass die Zahlen dort drinnen nicht ehrlich sind. Das passiert, es ist passiert. Also wir wissen niemals, ob wirklich diese Firma okay ist. Das können wir nicht wissen. Aber nehmen wir an, wir glauben, dass auf unterschiedliche Gründe die Produkte von diesem Unternehmen gut sind und die Preise müssen in dem Fall steigen, weil was die Leute hier verkaufen, ist wirklich gut. In dem Fall, Preise verbilligen als Investor ist eine weitere Chance, dort billiger zu investieren. Aber wir sind wohl Investoren, aber wir sind auch Händler, Trader. Und ein Trader, Unterschied zwischen Trader und Investor, ist genau, dass der Trader ein bisschen schneller arbeitet. Mehr Spekulation vielleicht, das kann man irgendwie nennen, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber was ich über Spekulation, Trading und so alles hatte, habe ich auch im Kanal schon anders mal besprochen. Sie können auch meinen Kanal abonnieren und Sie werden in dem Fall dann sofortige Nachrichten bekommen, wenn etwas Neues kommt. Und vielleicht werde ich in der Zukunft auch noch mal etwas sagen über Investieren und Handeln und so weiter. Aber in jedem Fall, wir sind Trader und wenn wir normalerweise eine Position verbilligen, ist nur, weil wir zu stur sind, die Verluste von dieser offenen Position zu akzeptieren. Die beste Lösung wäre, die Position mit einer Stop-Loss schließen. Aber das machen wir nicht. Wir verbilligen den Preis in der Hoffnung, dass die Preise wieder nach oben gehen und dass wir dann irgendwann im Break-Even verkaufen können. Nee, sogar nicht im Gewinn, im Break-Even.
Normalerweise, wenn wir die Preise 2, 3, 4 Mal verbilligen, dann werden wir sehr glücklich sein, wenn wir die Position bei null Verlust und auch null Gewinn verkaufen können. Wir haben Zeit investiert, Geld investiert, Risiko gehabt, nichts zu gewinnen. Nicht zu verlieren, aber auch nichts zu gewinnen. Nur weil wir zu stur waren. Und, wie ich anders mal gesagt habe, wir waren so stur, nur weil wir gedacht hatten, dass wir in jeder Position wieder schlau genug sein konnten, keine Verluste nach Hause zu bringen. Wir waren so stur, dass wir genau dort nichts verlieren wollten. Ideal wäre, diese Position ist schlecht, diese Aktie ist schwach, dort eine Long-Position zu halten, macht keinen Sinn. Ich schließe diese Long-Position und eröffne eine neue Position hier in dieser Aktie, weil ich da ein gutes Setup habe, weil ich weil. Aber die Verluste, die ich dort getroffen habe, wiederhole ich schnell bei dieser anderen Position, die ganz besser aussieht. Das ist die richtige Lösung. Was schlecht ist, was falsch ist, schließen wir und wir gehen und suchen etwas, was richtig ist, was richtig aussieht. Warum sollen wir aber Energie investieren, Zeit investieren dort, wo die Chancen nicht gut aussehen? Einfach weil jene Aktie schwach ist. Und bei einer Long-Position in einer schwache Aktie zu gewinnen, ist nicht einfach. Nur weil wir so stur waren. Und wir hatten den Kopf, ich will dort mein Geld verdienen. Ich will dort kein Geld verlieren. Es ist wie, wenn Ihre Freundin Sie entlastet, und sie suchen alle Möglichkeiten, mit genau jenes Mädchen wieder in Ordnung zu bringen, die Geschichte wieder in Ordnung zu bringen und wieder weitergehen in der Geschichte, in der Liebesgeschichte mit jeder Frau oder Mann, das ist da ganz egal. Aber sie wissen genau, dass oft das ist keine Lösung. Normalerweise, wenn eine Frau entschieden hat, dann geht sie nicht zurück. Und alle Energie, die wir dort investieren, die Situation wieder wie es war zu bringen, ist normalerweise umsonst. Aber wir versuchen trotzdem, wir denken, wir kennen die Frau genug, dass wir die richtige Lösung finden. Und wir denken nicht an eine andere. Okay, dort ist natürlich auch emotional wichtig. Und es ist klar, wir suchen nicht sofort eine neue Freundin, wenn unsere Freundin uns verlässt. Aber trotzdem investieren wir hier nur, weil wir denken, dass wir eine schlechte Situation wieder gut bringen können. In der Aktie ist es auch so. Schlechte Aktie, schwach, aber trotzdem investieren wir Zeit und Energie dort, wenn wir das ganz besser irgendwo anders investieren könnten. Also die Preise verbilligen, nur weil wir die Verluste nicht akzeptieren, ist ein Fehler. Ist ein Fehler, weil wir immer mehr und mehr Risiko tragen, wenn wir in einer schwachen Aktie long einsteigen. Ja, Sie sagen, irgendwann wird es wieder nach oben gehen. Es kann sein, es kann wohl sein. Aber wie gesagt, in dem Fall werden wir vermutlich Break-Even handeln, nicht hohe Gewinn tragen. Einfach weil wir sind so stark verbunden mit der Situation von dieser Aktie, dass sobald wir wieder ein Null sehen statt tiefe Verluste, da sind wir zufrieden und wir schließen die Position sofort. Und das ist ein Fehler, das ist ein anderer Fehler. Also, verbilligen ist normalerweise falsch. Als Traders, als Händler, als Investoren sind die Gründe, warum wir dort investiert haben, anders. Und dort kann es auch ein richtiger Ansatz sein. Aber das muss natürlich nicht übertrieben werden, sonst ist es wieder nur eine Sturheit, weil wir unbedingt dort Recht haben wollen, was im Trading leider oder im Investieren leider nicht immer so funktioniert. Ich hoffe, es war hilfreich und erzähle mir Ihre Erfahrung. Ich war auch einer, der nicht immer die Verluste akzeptiert hat. Also es ist nicht Andrea Ungo, der akzeptiert die Verluste. Nein, auch heute bin ich nicht zufrieden mit Verlusten, aber ich akzeptiere die Verluste. Aber verbilligen mache ich nicht. Ich weiß, das ist ein Fehler. Und wenn man mehr verbilligt, dann ist man immer noch mehr verbunden und hat man immer noch mehr Energie drin. Und das ist einfach schlecht. Einfach schlecht. Das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen in jedem Fall geholfen.
Bis nächstes Mal. Ciao von der Unger. Ciao aus Italien.